Heute ist ja ein besonderer Tag, weil wir dieses Motto Brasilien in Anlehnung an unsere Manöverfahrt im letzten Jahr haben, im Jahr 2003. Und da läuft eigentlich alles anders. Wir sind also nicht in Uniformen oder in der Litewka, sondern wir steigen in das Kostüm. Die Haare werden etwas dunkler. Und wir haben also heute ein ganz besonderes Programm. Das ist das erste Mal nach 181 Jahren, dass der Vorstand in einen Tanz sich hineinbegibt und auch mal aus dem Ilverrat herauskommt und sich dem Publikum in dieser Form präsentiert. Lass Sie jetzt nicht verschiebe Wünsche, zu guten Russus geben Verschütze, zu tanzen zu wie in Brasilien, in wunderschönen Textilien, empfangen Sie mit Begeisterung uns, Vorstandsmitglieder Butter und Zucker! Vorstandsarbeit einmal anders, nicht in Uniformen als Elferrat, sondern im Baströckchen mit Federn und Rasseln. Die roten Funken lassen eine alte Tradition wieder aufleben. Zu persiflieren, zu karikieren und sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, Grundidee karnevalistischen Treibens. Die Funken wollen diese Seite des Karnevals wieder stärker fördern und weg von durchgestylten und austauschbaren Sitzungen. Es ist schon etwas Besonderes, wenn gestandene Männer, der gesamte Vorstand eines Traditionschors, grell geschminkt auf der Bühne erscheint. Was nach einer gemeinsamen Reise nach Brasilien als spontaner Gag gedacht war und nur einmal aufgeführt werden sollte, entwickelte sich zum Renner der Session 2004. Denn gerade im Ungelenken, im Nichtprofessionellen liegt der Reiz dieses Auftritts. Die Funken versprühen Freude und die springt über aufs Publikum. Und noch etwas Neues bieten die roten Funken beim Brasilientanz: Frauen im Elferrat. Während sich die Männer auf der Bühne abmühen, dürfen die Partnerinnen den Vorsitz übernehmen. Früher undenkbar. Auch damit wollen die Funken zeigen, dass sie neue karnevalistische Wege gehen. In Zukunft wollen sie sich wieder stärker in aktuelle Fragen des städtischen Lebens einmischen. Mit einem Augenzwinkern, versteht sich. Zeichen einer lebendigen Vereinsstruktur und natürlich auch ein Riesenspaß. Vorstandstanz, wo jeder Schritt sitzt, ist ja undenkbar. Also wenn man die Figuren sieht, dann weiß man, das geht nicht. Und genau darin liegt der Witz.